Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum FRM Regionalmagazin. Der Abwasserzweckverband Einzugsgebiet Talsperre Malter betreibt seit 1996 eine Kläranlage unterhalb der Talsperre Malter. Hier wird das Abwasser der Einwohner, welche im Verbandsgebiet leben, gereinigt. Wie das geschieht, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Wir stehen hier an der Zufahrt zu unserer Verbandskläranlage in Seifersdorf, die wunderschön eingebettet liegt unterhalb der Talsperre Mauer, gelegen an der Neuen Straße. Und heute möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, was mit dem Abwasser passiert, wenn Sie zu Hause an Ihrer Kette ziehen. Zu unserem Abwasserzweckverband Einzugsgebiet der Talsperre Malter gehört die Stadt Dippoldiswalde und die Gemeinde Schmiedeberg jeweils mit ihren Ortsteilen. Wie die Aufarbeitung des Abwassers erfolgt, möchte ich Ihnen jetzt gern zeigen. Folgen Sie mir bitte. Wir stehen hier am Zulauf der Kläranlage Seifersdorf, das sogenannte Venturi-Gerinne. Hier wird gemessen, wie viel Abwasser jeden Tag zu unserer Kläranlage reinfließt und gleichzeitig in dem Schrank dahinter die ersten Proben genommen. Die Kläranlage Seifersdorf wird über mehrere Pumpwerke gespeist. Das ist einmal das Hauptpumpwerk in Dippoldiswalde. Der zweite große Strang, der kommt aus Reichstädt, Bereuth, Pausdorf. Und der dritte Strang ist dann über Seifersdorf, und sämtliches Abwasser wird kurz vor der Kläranlage in dem Schacht zusammengeführt und läuft dann durch dieses Venturi-Gerinne in unsere Kläranlage rein. Von den drei Zuleitungen zur Kläranlage Seifersdorf ist das Hauptpumpwerk Dippoldiswalde das größte Pumpwerk. Es steht neben dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Dippoldiswalde, die sich zurzeit im Abriss befindet. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in diesem Pumpwerk drei große Pumpen drin sind, die abwechselnd das Wasser um die Talsperre Malter ringsherum in einer Druckleitung DN400 zur Kläranlage fördert. Hier befinden wir uns an der ersten Station zur Reinigung des Abwassers. Das hier ist unsere Rechenanlage, die aus zwei Teilen besteht, einmal dem Stufenrechner, wo zum Beispiel das Papier und ähnliche Sachen rausgeholt werden, und im Anschluss befindet sich der Sandfang, wo die feineren Bestandteile aus dem Abwasser herausgeholt werden. An dieser Stelle wird der Sand aus dem Abwasser rausgeholt. Leider ist nicht nur Sand in unserem Abwasser drin, sondern auch viele Speisereste. Wir sehen hier zum Beispiel sehr schön Maiskörner, Sonnenblumenkörner und Erbsen. Also viel Organik, die mit über das Abwasser zur Kläranlage gelangt. Ein Teil wird bestimmt über den Abwasch eingetragen werden, aber Essensreste, die sollten nicht über die Toilette entsorgt werden. Sie gehören nicht ins Abwasser. Wir stehen hier vor den drei Becken der Kläranlage Seifersdorf, in denen die biologische Aufarbeitung des Abwassers stattfindet. Als erstes läuft das Abwasser in das vordere Becken, in das sogenannte BOP-Becken und das Denitrifikationsbecken. Dabei wird mit wenig Sauerstoff bzw. ohne Sauerstoff gearbeitet. Im Anschluss fließt das Wasser in das nachfolgende Becken, was sich dahinter befindet, das sogenannte Belebungsbecken. Und dort erfolgt ein Sauerstoffeintrag. Anschließend läuft das Abwasser in das dritte Becken, wo dann die Trennung von dem sauberen Wasser und dem Schlamm erfolgt, das sogenannte Nachklärbecken. Wir stehen hier am Nachklärbecken, wo im Prinzip das saubere Wasser, das in die Weißeritz wieder entlassen wird, vom Schlamm getrennt wird. Und man sieht doch ziemlich deutlich, dass es sauberes Wasser ist, was wieder in die Weißeritz eingeleitet werden kann. Als nächstes Schritt würde ich Ihnen gerne zeigen, was mit dem Schlamm passiert.
Eindigger wird der Schlamm in die Zentrifuge gefördert, welche sich im Gebäude hinter uns befindet. In der Zentrifuge wird dann nochmal das Restwasser von dem Schlamm getrennt und das Produkt, was übrig bleibt, sehen Sie in den Containern. Dieses Abfallprodukt wird nach Brandenburg geschafft und wird in einer Kompostierungsanlage verwertet. Hier befinden wir uns im Labor des Abwasserzweckverbandes. Hier führen wir unsere Eigenkontrollen durch. Wir kontrollieren täglich, was für Wasser reinkommt, wie das Wasser rausgeht und auch das Verhalten des Schlammes. Durch die Kläranlage ist der Abwasserzweckverband in der Lage, das gesamte im Verbandsgebiet anfallende Abwasser zu reinigen und unbelastet in den natürlichen Wasserkreislauf zurückzuführen. Dies geschieht technisch aufwendig und kostenintensiv. Deshalb sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Hygieneartikel und Essensreste nicht in das Abwasser gehören. Das sollten wir hier unbedingt noch einmal sagen, was hiermit geschehen ist. Im nächsten Beitrag geht es um die Sicherheit und die scheint wahrscheinlich gewährleistet zu sein. Das jedenfalls verkündete die Polizei auf einer Pressekonferenz zur Kriminalitätsstatistik 2012. Vor wenigen Tagen wurden auf einer Pressekonferenz ausgewählte Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität im Bereich des Reviers Dippoldiswalde durch Polizeioberrat Rico Müller und den Leiter Kriminaldienst Wolfgang Lehmann vorgestellt. Das Revier mit 160 Bediensteten ist aktuell für 14 Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 118.571 und einer Fläche von rund 765 Quadratkilometern zuständig. Polizeioberrat Müller hatte eigentlich nur gute Zahlen zu verkünden. So sind die 5.703 registrierten Straftaten im Revierbereich Dippoldiswalde im Vergleich zum Vorjahr um 0,7% rückläufig. Ein Trend, der in Freistaat und in der Bundesrepublik so nicht zu verzeichnen ist. Besonders schwerer Diebstahl von Kraftwagen, Betrugsfälle und Körperverletzungen wurden deutlich weniger. Zugelegt haben Rauschgiftdelikte, Straßenkriminalität und Wohnungseinbrüche. Besonders die Rauschgiftdelikte machen dem Revier zu schaffen. Hier macht sich die Nähe zur offenen Grenze nach Tschechien deutlich bemerkbar. Es ist für die Dealer und Konsumenten leicht, ihren Bedarf in Tschechien zu decken. Die Aufklärungsquote bei den Rauschgiftdelikten liegt bei 98%. Das heißt, Täter oder Opfer müssen der Polizei auf frischer Tat ins Netz gehen. Dann kann man die Delikte auch wirklich nachweisen. Wie hoch die Drogenkriminalität wirklich ist, lässt sich nur erahnen. Zusammengefasst ist ein leichter Rückgang der Kriminalität im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Dippoldiswalde zu verzeichnen. Die Kriminalitätsbelastung ist erheblich niedriger als im Freistaat Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland. Eine steigende Tendenz bei Drogendelikten ist zu registrieren und die Aufklärungsquote des Polizeireviers Dippoldiswalde liegt über dem Niveau des Freistaates Sachsen. Die Bürger leben also sicher im Revierbereich, denn 2/3 aller Straftaten konnten von den Beamten aufgeklärt werden. Herzlich willkommen bei Expert, Ihrem freundlichen Elektronikfachmarkt in Freital. Auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben keine Wünsche unerfüllt. Fernseher, Tablets, Handys, Kaffeemaschinen, Spiele, Waschmaschinen, DVDs und Zubehör. Bei Expert stimmt einfach alles. Beratung, Preis, Qualität und Service. Ihren freundlichen Expert-Elektronik-Fachmarkt finden Sie in Freital auf der Wilstroffer Straße 33. Expert. Seit 50 Jahren preiswert und kompetent. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wo bin ich? Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum FRM-Ratespaß. Wo bin ich, möchte ich Sie wieder fragen. Sie können mitraten und dabei attraktive Preise gewinnen. Und im Hintergrund sehen Sie schon den ersten gesuchten Ort. Viel Spaß beim Raten. Nächste Woche stellen wir Ihnen den gesuchten Ort näher vor. Bis dahin sage ich Tschüss, Ihr Matthias Wagner.
Über 80% der Zuschauer erwarten von ihrem Lokal-TV, dass regionale Produkte und Dienstleistungen gezeigt werden. Deshalb werben Sie bei FRM. Wir produzieren mit kreativen Ideen Ihre individuelle TV-Werbung, wie Werbespots, Firmenporträts, Beitragssponsoring oder Werbetafeln. FRM. Mehr als nur Fernsehen. Dippoldiswalde feiert vom 31. Mai bis 2. Juni das Stadtfest. Feiern Sie mit! Am Freitag 18 Uhr eröffnet der Oberbürgermeister das Fest. Anschließend tritt die Band der Musikschule auf und gegen 19.15 Uhr erleben Sie Toto Rocks auf der Bühne. Ab 22 Uhr heißt es A Tribute to the Rolling Stones mit Starfucker und Frontmann Mike Kilian. Auf dem Schlosshof sorgt derweil die Dreiklang-Disco für Stimmung. Am Samstag beginnt das Bühnenprogramm auf dem Markt 12 Uhr und im Schlosshof 13.30 Uhr. Das Polizeiorchester Sachsen, Zumba und das Puppenspiel der Reggae Hase Bo, welches Sie ab 16 Uhr sehen können, sind nur einige Höhepunkte des Tages. Auf der Marktbühne erleben Sie ab 20 Uhr Michael Schulte. Der junge Musiker erreichte bei The Voice of Germany 2012 den dritten Platz. Mit der Kopf im Sturm Tour 2013 erobern 22 Uhr Bakushan die Bühne und lassen Dips rocken. Die Diskothek Klavis sorgt ab 23.30 Uhr für die richtige Partystimmung. Auf dem Schlosshof kommen 20 Uhr die Freunde der Rockband Blind Date auf ihre Kosten. Wer will und schon wieder kann, ist am Sonntag ab 11 Uhr zum swingenden Frühshoppen eingeladen. Ab 14.30 Uhr wird die traditionelle Modenschau präsentiert und ab 16 Uhr gibt Schlagerstar André Stade den Ton an. 17.30 Uhr stehen die Notendealer, eine kreative A-Cappella-Band, auf der Bühne. An allen drei Tagen gibt es in der ganzen Stadt viele Attraktionen und Veranstaltungen. Bummeln und mitmachen, staunen und entdecken, Sport und Action, für jeden ist etwas dabei. Das komplette Programm entdecken Sie am günstigsten im Internet unter www.dippoldiswalde.de oder auf den ausliegenden Flyern. Stadtfest Dippoldiswalde vom 31. Mai bis 2. Juni. Feiern Sie einfach mit! Noch bis zum März 2014 können Sie im Museum Osterzgebirgsgalerie in Dippoldiswalde die Sonderausstellung mit Werken der Malerei und Grafik von Gerhard Schiffel anschauen. Vielleicht planen Sie einen Besuch der Ausstellung auch zum Stadtfest ein. Die Osterzgebirgsgalerie hat am 1. und 2. Juni jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gerhard Schiffel wurde 1913 in Glashütte geboren. 1931 schloss er eine Lehre zum Gebrauchsgrafiker ab und arbeitete danach in diesem Beruf. Während des Krieges 1942 studierte er ein Semester an der Kunstakademie Dresden bei Professor Rudolf Schramm-Zittau. Ab 1946 arbeitete Schiffel als freischaffender Maler und Grafiker im Pavillon im Burtener Rittergut. Hier entstanden seine wichtigsten künstlerischen Arbeiten. Die Motive fand er vor der Haustür. Immer wieder malte er den Blick über die hügelige Vorerzgebirgslandschaft, seinen Burtener Pavillon, die Burgstädtler Linde, Motive aus Röhrsdorf, Gut Garmisch oder das alte Rittergut in Burten. Zu einem seiner bedeutendsten Werke zählt die 1943 entstandene Zeichnung Federschleißen bei Sengewitsch in Burgstädtel. Seine wichtigste Schaffensperiode lag zwischen 1935 und 1985. Zahlreiche Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder, vorwiegend mit Landschaftsmotiven, entstanden in dieser Zeit. Die Sängerin Katja Epstein verehrte den Maler. Mit dem Kunsthändler und Maler Gerhard Patzig und dem Grafiker Günter Schmitz war er befreundet. Gern kam Gerhard Schiffel ins Dippoldiswalder Museum. Im Jahr 2002 verstarb Gerhard Schiffel in Heidenau. Seine Bilder sprechen keine laute Sprache. Wer sich ihnen öffnet, wird vielleicht wieder sensibler und aufnahmebereiter unsere Landschaft und vielen Dingen des Alltags begegnen.
Gabriele Seifert, Tochter von Gerhard Schiffel, brachte einen Katalog heraus, der in der Osterzgebirgsgalerie für 13,50 Euro erworben werden kann. Vergessen Sie nicht, am nächsten Wochenende wird Stadtfest gefeiert und die Höhepunkte dieses Stadtfestes sehen Sie natürlich bei FRM. Genauso beleuchten wir in der nächsten Sendung den Reichstädter Fußball und dann ist noch Steffen Lukas von Radio PSR mit seiner Hau den Lukas Show in Reichstädt zu Gast. Das alles, wie gesagt, im nächsten Regionalmagazin. Zum Schluss der Sendung gibt es noch einen Tipp für das erste Juniwochenende, die Freitaler Lange Nacht der Kirchen. Ich habe mich mit Pfarrer Beulich verabredet und wollte etwas mehr über diesen Abend erfahren. Damit möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Regionalmagazin. Am 3. Juni sage ich Tschüss, Ihr Matthias Wagner. Herr Pfarrer, am 1. Juni gibt es hier in Freital nach vierjähriger Pause wieder eine lange Nacht der Kirche. Was erwartet denn den Besucher jetzt auch mal den Besucher, der nicht gerade ein treuer Kirchgänger ist? Ja, als erstes erwarten die Besucher natürlich unsere Kirchen, die interessant sind an sich schon als Gebäude, architektonisch von der Gestaltung her. Manche interessieren die Ausstattung, die Orgeln, Taufstein, Altäre. Da gibt es schon Fragen, kann man mal die Orgel reingucken oder ähnliches. Und natürlich auch ein buntes Programm, was zum einen die Gemeinden darstellt, was Gemeinden so hier in Freital machen. Und zum anderen auch gibt es Verbindungen zur Musikschule zum Beispiel oder zur Grundschule, wo Schüler kommen, ein Programm machen. Auch das wird den Abend bereichern. Wie kamen Sie denn eigentlich auf diese Idee, die Kirchen mal für eine Nacht für alle zu öffnen? Eine gewisse Nachfrage ist ja immer da dazu und wir haben davon gehört, von Dresden, von Leipzig, von den offenen Dorfkirchen im Leipziger Land und haben gesagt, das ist vielleicht mal eine Idee, einen Freital auszuprobieren und das haben wir eben 2007 das erste Mal gemacht und das war ein Erfolg und 2009 noch mehr und deshalb haben wir gesagt, wir müssen es wieder machen. Und das betrifft jetzt alle Kirchen im Freitaler Stadtgebiet, Stadt und Land? Ja, genau. Alle Kirchen, die katholische Gemeinde, die fünf Kirchen im Kirchspiel, in Putschappel, Döhlen, Deuben, Heinsberg, Somsdorf, die Kirche in Pesterwitz und die Kapelle in Kleinnauendorf. Vielleicht können Sie uns mal ein kleines Highlight sagen, was denn so hier passieren wird? Na, interessant finde ich schon, das geht schon am 1. Juni ja, um 17.30 Uhr los, eigentlich geht es erst 18 Uhr los, ist eine Messe mit Erklärungen der katholischen Kirche, wo man mal so hinter die Gottesdienstliturgie gucken kann. Das finde ich ganz persönlich ganz spannend, überlege, ob ich selber dort mal hingehe. Und dann sind es für mich Orgelführungen, die an vielen Orten angeboten werden, die interessant sind, da wir unsere Orgeln in Freital ja auch in den letzten Jahren restauriert haben teilweise und das wird natürlich ganz spannend. Vor vier Jahren war ja das schon einmal, diese lange Nacht der Kirchen. Wie war denn die Resonanz? Erstaunlich gut. Also wir haben ja unsere Kirchen auch bei Tage manchmal geöffnet, aber dass sich abends dann oder in die Nacht hinein bis 23 Uhr so viele Leute, die mit Kirche gar nichts zu tun aufmachen, ist schon überraschend. Wir haben in der Masse Leute, die nicht Kirchengänger sind, die hierher kommen. Es waren so um die 1200 Besucher, die wir vor vier Jahren hatten. Dann halten wir vielleicht nochmal diese schöne Einladung hier in die Kamera. Also man sollte auf keinen Fall verpassen, am 1. Juni, am Samstag von 18 bis 23 Uhr, die Freitaler Nacht der Kirchen. Genau, und wer genaueres über das Programm wissen will, das steht hier auf der Rückseite, das Programm ist im Internet zu finden unter www.kirchspiel-freital.de oder auch bei Facebook Freitaler Nacht der Kirchen einfach eingeben. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, wir wünschen Ihnen viel Erfolg an diesem Abend und viele interessierte Besucher in den Freitaler Kirchen. Dankeschön.